Ich schlafe überall, egal ob im Wald, am Fluss, auf Kuhweiden, auf Bänken, auf dem Berg oder in Lost Places. Guck mal hier, eben gerade sind ein paar Leute hergegangen. Wahrscheinlich auch ein paar, die diesen Lost Place hier angucken wollten. Und genau, die haben sich das hier angeschaut. Und plötzlich waren die direkt hier vor der Tür und sind dann wieder gegangen, weil die mein Licht gesehen haben. Und über dem Schnitz haben wir gehört, dass die meinen Gaskocher gesehen haben, der da drüben steht. Und deswegen sind die danach wieder runtergegangen und dann haben wir Motor gehört und dann sind die mit dem Auto wieder zurückgefahren, weggefahren. Wir sind auferstanden und guck mal, wir haben hier gepennt und genau, und hier sieht das so aus. Die Fenster sind über Nacht runtergefallen, das hat Geräusche gemacht, das hat uns wach gemacht. Und guck mal, das hat die ganze Nacht hier rumgeregnet und das tropft von der Decke die ganze Zeit. Und das hat uns schlecht schlafen gelassen. Ganz viele Tropfen sind auch hier drauf getroffen. Hier sieht man, dass es nass ist und das hat so ein bisschen mein Kopfkissen hier nass gemacht, wo meine Klamotten und so weiter drin sind. Ich musste das so ein bisschen hier wegziehen, aber das habe ich erst dann gemerkt, wo das hier schon feucht war. Das war richtig scheiße gewesen, diesen Kopfkissen da hinzulegen. Jetzt sind schon wieder meine ganzen Sachen nass. Es ist richtig giftig. Scheiße, jetzt müssen wir diese räudige Treppe runterlaufen. So, wir sind gerade von diesem Lost Place rausgelaufen.